Heute geht es um das Thema Sexarbeit. Wir haben viel davon gehört. Jeder hat eine Meinung dazu. Wie geht es mit den Sexarbeiterinnen? Sind die gefährdet oder wie sind deren Arbeitsbedingungen? Es gibt eine heute, die bei uns ist, die davon erzählen kann. Sie wird darüber lesen. Undine de Rivière ist Sexarbeiterin und hat ein Buch darüber geschrieben und behandelt politische Themen. Wie können wir Ally sein? Was ist der Unterschied zwischen Ally und Retter? Dazu jetzt kommt sie jetzt. Undine, das Stream ist deiner. Hallo, danke. Ja, ich möchte ein bisschen was aus meinem Buch vorlesen. Mein Hurenmanifest ist 2018 rausgekommen, nachdem ich eine ganze Weile daran geschrieben habe, wie das so ist mit Büchern. Die brauchen immer länger, als man glaubt. Ich bin Gründungsmitglied des Berufsverbandes Erotische und Sexuelle Dienstleistungen. Wir haben uns 2013 gegründet als Antwort auf die immer lauter werdenden Rufe nach einem Sexarbeitsverbot oder Sexkaufverbot. Dazu kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen mehr erzählen. Und ich war die ersten 4 Jahre Pressesprecherin dieses Berufsverbandes und habe so viel Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit gemacht, dass mir dann ein Literaturagent hinterhergelaufen ist und mich gefragt, ob ich daraus nicht ein Buch machen möchte. Und mit dem Versprechen, dass es ein politisches Buch werden darf, in dem ich meine Botschaft an den Mann oder an die Frau bringen darf, habe ich das dann geschrieben. Wir haben dann allerdings eine ganze Menge hübscher kleiner Puff-Anekdoten mit reingebracht, damit der Leser auch bei der Stange bleibt. Also es ist viel Persönliches geworden. Ich habe viele Kolleginnen auch interviewt, was ihre eigene Lebensgeschichte angeht, damit ich nicht nur von mir spreche. Es kommen auch Kunden zu Wort. Oder Betreiber, Betreiberinnen von Infrastruktur, also von Bordellen, die uns Möglichkeiten vermieten, in denen wir arbeiten können. Und Wissenschaftler sind zu Wort gekommen zum Thema Forschung an der Sexarbeit. Das heißt, ich habe hoffentlich ein recht rundes Bild vermitteln können in diesem Buch. Kann natürlich jetzt nur einen kleinen Ausschnitt vorlesen, fange mit Persönlichem an, mache mit Politischem weiter und werde höchstens etwa die Hälfte der Zeit lesen und bin dann sehr gespannt auf Fragen und Austausch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es immer sehr viel mehr bringt, wenn man auf das eingeht, was die Menschen wirklich wissen möchten. Ich fange mal an mit dem ersten Kapitel, mit der Einleitung und erzähle dann ein bisschen was über mich. Da muss man doch was tun. Ich sehe kein grundsätzliches Problem in Flatrate-Clubs. Ich habe auch schon selbst bei Gangbang-Partys mitgemacht. Gang was? Gangbang. Gangbang? Genau, Gangbang. Gangbang. Ich trinke Tee mit einer distinguierten, gebildeten Dame Mitte 60 in einem opulent eingerichteten Café in der Hamburger Binnenalster. Gerade machen wir Sprachübungen zu Sexarbeitsfachvokabular. Mein Gegenüber setzt sich seit vielen Jahren weltweit gegen Menschenrechtsverletzungen ein und hat dafür viele Auszeichnungen bekommen. Und die Dame fordert nun in diesem Sinne Prostitution abschaffen. Gangbang ist Gruppensex mit mehr Männern als Frauen. Solche Orgien werden sowohl von Privatleuten organisiert, häufig in Swingerclubs, als auch in Bordellen oder Hotelsuiten von SexarbeiterInnen für zahlende Kunden angeboten. Um Letztere geht es hier. Manchmal frage ich mich, ob es nicht ein bisschen demütigend ist, für die Jungs in einer Schlange zu stehen und mit dem eigenen Gemächt in der Hand zu warten, bis sie dran sind, während ich mich in einer bequemen Liebesschaukel regle und lasziv den Nächsten heranwinke. Aber die Männer, die solche Veranstaltungen besuchen, erregt bereits die Atmosphäre. Das Zuschauen vor dem eigenen Akt. Das ist ihr Vorspiel. Verweildauer in mir bis zum Orgasmus meist 2 bis 5 Minuten. Erst in der Summe komme auch ich manchmal auf meine Kosten. Zum Glück ist Vergnügen bei der Arbeit nicht verboten. Wer es gar nicht abwarten kann, darf rechts oder links neben mich treten und bekommt eine Handentspannung. Ich bin da multitaskingfähig.
Wer mich bedrängt, Dinge fordert, die ich nicht will oder unfreundlich ist, wird von seinen Geschlechtsgenossen zurechtgewiesen, meist lange bevor ich überdeutlich werden muss oder einer der anwesenden Veranstalter einschreitet. Es herrscht eine gewisse Sozialkontrolle auf solchen Partys. Schlechte Laune verdirbt schließlich allen den Spaß. Wenn es mir reicht, vielleicht nach 5 oder 10 Mal Verkehr, mache ich eine Pause, gehe duschen, trinke eine Cola und unterhalte mich ein bisschen. Dann geht's wieder ab auf die Spielwiese. Das Ganze ist eine Form des Flatrate-Sex. Die Euros fließen pauschal für die Anwesenheitszeit, sowohl von den Besuchern an den Veranstalter als auch vom Veranstalter an mich. Soll mir recht sein, ich verliere im Flow sowieso den Überblick und zähle nicht allzu genau mit. Für jemanden, der kein Problem mit schnellem Sex mit wildfremden Menschen hat, bedeutet so ein Nachmittag angenehm verdientes Geld. Für jemanden, der dem Geschlechtsverkehr eine deutlich größere Bedeutung zuschreibt als einer Rückenmassage oder der die eigenen emotionalen Grenzen nicht wahren kann, muss es der Horror sein. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Gesprächspartnerin im Café an der Alster das alles so genau wissen will, und es liegt mir fern, ihr Schamgefühl zu verletzen. Aber eigentlich sollte sie es wissen wollen. Schließlich behauptet sie, sich für die Belange von Prostituierten einzusetzen, und die sind heutzutage angeblich alle ganz anders drauf als ich, werden entweder von Menschenhändlern verkauft und zum bezahlten Missbrauch freigegeben, oder sie lassen sich täglich vergewaltigen auf Druck ihrer Familien oder um nicht zu verhungern. Ich bin die Ausnahme, um die es in der ganzen Diskussion gar nicht geht. Sollen wir paar selbstbestimmten deutschen Huren doch machen, was wir wollen. Aber die vielen armen jungen Mädchen aus Osteuropa, das darf man doch nicht verharmlosen, da muss man doch was tun. Ja, da muss man was tun. Wenn ich einer Kollegin gegenüber sitze, die sich in ihrer Situation gefangen fühlt, die nicht Nein sagen kann, weder zu ihrer Familie, die sie als Geldautomaten versteht, noch zu übergriffigen Kunden, die möglichst viel für ihre 30 Euro herausschlagen wollen, dann blutet mir das Herz. Und ich würde mir auch Sorgen um meine emotionale Gesundheit machen, ließe mich das kalt. Ich spreche mit ihr über mögliche Alternativen innerhalb der Sexarbeit, über andere Arbeitsorte mit angenehmerem Publikum, über Techniken zur Abgrenzung und Gesprächsführung, über Professionalisierung, Spezialisierung, Stammkundenbindung. Manchmal halte ich eine Frau auch für völlig ungeeignet, irgendeinen Job zu machen, in dem sie unmittelbar drängenden Emotionen und Bedürfnissen ihrer KlientInnen ausgesetzt ist. Sie würde auch als Altenpflegerin, Krankenschwester oder im Callcenter einer Beschwerdestelle kaputt gehen. Und wer Sex für etwas Heiliges hält, das nur in einer Beziehung oder zum Kindermachen vollzogen werden soll, der wird in der Sexarbeit sicher nicht glücklich werden. Ich wünsche mir, dass diesen Menschen Alternativen in anderen Berufen finden und vermittle Kontakte zu Fachberatungsstellen, die individuelle Umstiegsangebote erarbeiten können. Nur eins will ich ganz sicher nicht: diesen Leuten die Sexarbeit verbieten. Wenn ich jemanden zwangszuretten versuche, ihn nicht mehr als handelndes Subjekt wahrnehme, sondern ihn vor seinen eigenen Entscheidungen schützen will, bin ich nicht besser als all die anderen, die Druck auf ihn ausüben. Keine aktiv tätige Kollegin und kein aktiv tätiger Kollege, egal wie schlecht es ihnen geht, hat je zu mir gesagt: kriminalisiert mich, kriminalisiert meine Kunden und bitte macht doch noch ein paar Polizeirazzien mehr, dann geht's mir bestimmt bald besser. Kriminalisierung und Arbeitsverbote, egal ob sie als Schutz daherkommen oder nicht, sind keine bloßen Uneinnehmlichkeiten, sondern führen zu knallharten Geld- oder Haftstrafen für die Betroffenen. Die wenigen Sexworker, die sich selbst eine strengere, diskriminierende Regulierung der Branche fordern, tun das meist aus der Überlegung heraus, dass es der Konkurrenz hoffentlich mehr schaden würde als ihnen selbst. Auch außerhalb der Branche unterstelle ich in der seit vielen Jahren geführten Debatte um die Eindämmung oder Abschaffung der Sexarbeit einer nicht unerheblichen Zahl von Agitatorinnen, dass sie ihre persönlichen, moralischen oder ideologischen Befindlichkeiten unter dem Deckmantel der Betroffenheit durchsetzen wollen. Während noch in weiten Teilen des 20. Jahrhunderts die Gesellschaft ganz offen vor unserer normabweichenden und angstmachenden Unsittlichkeit geschützt werden musste,
hat sich der Zeitgeist, zumindest hierzulande, glücklicherweise gewandelt. Dass die Freiheit eines Menschen erst dort beschnitten werden darf, wo sie einen anderen greifbar beeinträchtigt, gilt inzwischen auch weitgehend für Minderheiten. Das Strafrecht wird in Deutschland zumindest nicht mehr allzu offen zur Regulierung der Moral eingesetzt. Daher wurde die Argumentation der ProstitutionsgegnerInnen subtiler. Statt gefährlich geisteskrank sind wir nun noch naiv und manipuliert. Statt die Gesellschaft vor uns zu schützen, müssen nun wir selbst geschützt werden. Das aber gern mit denselben Methoden wie damals. Sondergesetze im Strafrecht, möglichst umfassende polizeiliche Kontrolle, Kasernierung in staatlich überwachten Bordellen. Und vor allem soll der gemeine Bürger mittels Sperrbezirken, Straßenstrich und Werbeverboten am besten gar nicht von unserer Existenz konfrontiert werden. Aus vielen Gesprächen weiß ich aber auch, dass es gar nicht so wenige Menschen gibt, die es im Grunde wirklich gut mit uns meinen, die mit Bildern von weinenden jungen Mädchen konfrontiert werden und glauben, wenn ihnen erzählt wird, dass eine Sexarbeiterin so und nicht anders aussieht. Die glauben, dass Zwang, Gewalt und Not zum System Prostitution dazugehören und dass der Verkauf des Körpers untrennbar mit einer Verletzung der Seele einhergeht. Diese Leute sind dann ganz überrascht, wenn vor der Tür von Veranstaltungen der Rettungsindustrie echte lebende Huren mit Flyern und Transparenten demonstrieren und sich die Bevormundung verbitten, die drinnen als Heilmittel zelebriert wird. Aber wir wollen euch doch nur helfen. Wie jetzt? Das wollt ihr gar nicht? Wem die Belange von SexarbeiterInnen wirklich am Herzen liegen, der muss über Blinden, da muss man doch was tun, Aktionismus hinauskommen, hinschauen und zuhören. Und zwar auch Menschen wie mir, den angeblich so seltenen, privilegierten Ausnahmen, die ihren Job professionell und mit gegenseitigem Respekt von und für ihre Kunden ausüben, manchmal seit vielen Jahren. Wer unser Erleben und die Vielfalt unserer Erfahrungen als irrelevant vom Tisch wischt, verpasst die Chance wahrzunehmen, wie die Herausforderungen der Branche erfolgreich gelöst werden können. Wir widerlegen die bequeme These, dass Sex gegen Geld an sich das Problem sei. Erst dann kann die kollektive Empörung über das Schicksal der Betroffenen von Gewalt und Armut, die es ja durchaus gibt, in Strategien fließen, um die Lebens- und Arbeitsbedingungen aller SexarbeiterInnen wirklich zu verbessern. Das wäre allemal sinnvoller als eine weitere Zementierung der gesellschaftlichen Diskriminierung und Stigmatisierung. Dann ein bisschen was zu meiner persönlichen Geschichte aus dem Kapitel Die Geschichte der U. Sie arbeiten also als Domina. Unter einer Domina stellen sich die meisten Leute eine Frau vor, die ihre Kundschaft mit der Peitsche bearbeitet oder laut beschimpft und die dabei in Lack und Leder meist hochgeschlossen angezogen bleibt. Manchmal mache ich sowas. Manchmal bin ich diejenige, die die Tracht prügelt bekommt. Manchmal habe ich wilden und schmutzigen Sex mit meinen zahlenden Gästen, vielleicht im Rahmen meines Rollenspiels im sexy Sekretärinnen-Outfit oder in nichts als meinen hohen Stiefeln. In manchen bezahlten Begegnungen findet all das zusammen statt. Manchmal lasse ich mich in Swingerclubs oder Pornokinos durchvögeln oder stehe einem männlichen Gast bei seinen ersten Erfahrungen mit einem anderen Mann bei. Manche meiner KundInnen kennen nur meine Stimme, wenn ich sie per Telefon, Skype oder Audiofile in eine erotische Hypnose führe. Begonnen hat meine Sexwork-Karriere in einer Peepshow. Ich habe Erfahrungen in verschiedenen Bordellen und SM-Studios gemacht, in Apartments, als Erotikmasseurin, bei Sexpartys, als Telefonsex- und Webcam-Anbieterin und als Escort. In den letzten Jahren war ich überwiegend im BDSM-, Fetisch- und Rollenspielbereich tätig. Meine derzeitige Zielgruppe sind also im weitesten Sinne Menschen mit sexuellen Interessen abseits des Alltäglichen. Die Bezeichnung für meinen Job, die sich unter meiner Kundschaft etabliert hat, ist Bizarre Lady. Das Wort kennt aber außerhalb der SM-Paysex-Szene kaum jemand. Daher antworte ich auf die Domina-Frage manchmal, ja, wenn ich keine Lust habe, lange Erklärungen abzugeben, aber eigentlich beschreibt das nur einen kleinen Teil meiner Arbeit. Ich finde es immer witzig, wenn man mir unterstellt, ich sei privilegiert, weil bei meiner Arbeit nicht immer der Geschlechtsverkehr im Vordergrund steht, ich also nicht für jeden meiner Kunden die Beine breit machen muss.
Im selben Atemzug werden die armen Prostituierten bedauert, die ja so oft mit den abartigen Wünschen perverser Freier konfrontiert werden. Wie denn nun? Sind Sonderwünsche ein Privileg oder eine Zumutung? Die Wichtigkeit der Antwort auf diese Frage kann kaum überschätzt werden. Sie lautet, es kommt darauf an. Nämlich auf die persönlichen Wohlfühlbereiche und individuellen Grenzen der Dienstleisterin oder des Dienstleisters. Niemand kann von außen wissen oder gar festlegen, welche Praktiken mit welchen Kunden für individuelle AnbieterInnen okay sind und welche nicht. Es gibt keine allgemeingültigen Standards oder Regeln, was Sexworker tun oder nicht tun wollen oder sollten. Manche küssen ihre Kunden, manchen macht das sogar manchmal Spaß. Für andere ist das unvorstellbar. Manche finden Analsex völlig entspannt, haben aber keine Lust auf Rollenspiele. Und manche lassen sich nicht die Füße lecken, weil sie kitzlig sind. Ich mag es zum Beispiel nicht, betrunkene Touristen in Vergnügungsvierteln zu bespaßen. Für andere ist gerade diese Zielgruppe eine willkommene Quelle für leicht verdientes Geld. Eine meiner dominanten Kolleginnen findet es höchst unterhaltsam, ihre männlichen Gespielen bis zum völligen Zusammenbruch zu quälen. Aber wehe, sie wollen dabei Damenunterwäsche tragen. Denn wer sich nur in einer weiblichen Rolle erniedrigen lassen kann, dessen Frauenbild ist für diese Kollegin unerträglich. Insofern sind Kundenwünsche an sich zunächst neutral und gar nicht zu bewerten. Wenn sich ein erwachsener und mündiger Mensch findet, der die entsprechenden Fantasien einvernehmlich gegen Honorar umsetzen möchte, prima. Dass manche DienstleisterInnen manchmal oder auch häufiger oder auch öfter aufgrund äußerer, meist wirtschaftlicher Zwänge oder aufgrund innerer Überzeugungen und Glaubenssätze ihre Grenzen überschreiten und sich auf Dinge einlassen, die ihnen nicht gut tun, ist weder wünschenswert noch gehört es zum System Sexarbeit. Und es ist auch nicht auf unsere Branche beschränkt. So viel zu meinem persönlichen Werdegang oder zu meiner persönlichen Arbeit. In dem Buch steht natürlich noch sehr viel mehr dazu und ich bin für Fragen aller Art offen im Anschluss. Also auch für persönliche, private Fragen, Fragen zu meinem Arbeitsalltag. Ich möchte mal ein bisschen mehr noch zur politischen Dimension eingehen, vor allem zu dem seit 2017 in Kraft getretenen Prostituiertenschutzgesetz. Das ist eingerichtet worden, ja, um Sexarbeit zu regulieren. Es gibt also einen großen Unterschied zwischen Entkriminalisierung und Legalisierung. Die Sexarbeiterbewegung weltweit fordert eine Entkriminalisierung, das heißt eine Abschaffung von Sonderparagraphen und eine Eingliederung von Sexarbeit in das ganz normale Rechtssystem. Was wir stattdessen bekommen, teilweise jetzt auch in Deutschland seit 2017, ist eine Legalisierung im Sinne von zusätzlichen Paragraphen, zusätzlichen Gesetzen, die häufig diskriminierend sind und uns oft nicht wirklich weiterhelfen. Das Prostituiertenschutzgesetz hat als Kernpunkte eine Registrierungspflicht für alle Sexarbeitenden und daran angeknüpft eine nicht anonyme gesundheitliche Beratungspflicht und als zweiten Kernpunkt eine Konzessionierungspflicht für Bordelle. Und eine der Auflagen, die diese Bordelle erfüllen müssen, ist die Registrierung von Sexarbeitenden zu überwachen. Denn die einzelnen Sexworker sind extrem schwer zu greifen. Aber darüber, dass man einem Bordell gegebenenfalls die Lizenz entzieht, wenn dort nicht angemeldete Sexworker arbeiten, ist es natürlich wesentlich leichter, die Branche entsprechend zu überwachen. Ich lese ein bisschen was zur Registrierungspflicht, weil das der Punkt ist, den wir am stärksten kritisieren. Der widerspricht an sich auch dem EU-Recht der Datenschutzrichtlinie, nach der Daten über das Sexualleben nicht oder nur unter bestimmten sehr streng regulierten Gründen erhoben werden dürfen. Und auch Daten über ein berufliches Sexualleben sind Daten über das Sexualleben. Zwangsregistrierung und Hurenausweise. Solange wir durch zahlreiche Sonderbestimmungen im Strafordnungs-, Polizei- und Ausländerrecht immer noch rechtlich diskriminiert und gesellschaftlich stigmatisiert werden, solange uns die Gleichbehandlung mit anderen Berufsgruppen verweigert wird und Hure ein Schimpfwort ist, solange nehmen wir vollkommen zu Recht den Schutz der Anonymität für uns in Anspruch. Dieser Schutz wird uns nun durch eine behördliche Registrierungspflicht genommen, die weit über alles hinausgeht, was mittels des normalen Gewerberechts möglich wäre.
Im Gegenzug dazu nimmt Vater Staat uns und unsere Daten sanft in seine Obhut. Nur um das klarzustellen, es geht weder um eine Meldepflicht in Bezug auf den Wohnsitz, noch um eine Pflicht zur steuerlichen Erfassung. Die gelten selbstverständlich ohnehin auch für SexdienstleisterInnen. Es geht auch nicht um eine Gewerbeanmeldung, denn Sexarbeit ist nicht als Gewerbe anerkannt. Gewerbesteuer müssen wir zusätzlich zur Umsatz- und Einkommenssteuer trotzdem zahlen. Ihrem Wesen nach ist Sexarbeit als höchstpersönliche Dienstleistung auch kein Gewerbe, sondern vielmehr ein freier Beruf, wie der des Therapeuten oder Künstlers. Doch auch die Anerkennung als Freiberuf im Gewerbesteuer- und Baurecht verwehrt man uns. Sexarbeit wird steuerlich als sonstige Einnahme verbucht. Und statt unseren Wirtschaftszweig endlich in das bestehende Rechtssystem zu integrieren und so einen weiteren Schritt in Richtung rechtlicher Anerkennung zu gehen, wird neues Sonderrecht geschaffen. Mittels einer Hurendatenbank, an sich schon schlimm genug, ist nach dem Prostituiertenschutzgesetz bereits jeder einmalige oder gelegentliche sexuelle Dienst gegen eine geldwerte Gegenleistung anmeldepflichtig. Eine Definition, die weit über die eines Gewerbes hinausgeht, das auf Gewinnerzielung und Dauer ausgerichtet sein muss. Die Definition sexueller Dienstleistungen, § 2 des Prostituiertenschutzgesetzes, enthält Widersprüche. Zum Beispiel: einschließlich sexualbezogener, sadistischer oder masochistischer Handlungen, unabhängig davon, ob es dabei zu körperlichen Berührungen oder zur Ausübung des Geschlechtsverkehrs zwischen den beteiligten Personen kommt. Andererseits heißt es, dass Vorführungen mit ausschließlich darstellerischem Charakter, bei denen keine weitere der anwesenden Personen sexuell aktiv mit einbezogen ist, nicht als sexuelle Dienstleistungen gelten. Ob das wohl heißt, dass ich durchaus auf dem Sofa von meinem bekleideten Gast masturbieren kann, ohne dass mir die Polizei die Bude einrennen darf, das sich aber ändert, sobald ich ihn dabei grinsend ein kleines geiles Schweinchen schimpfe? Man weiß es nicht. Ein Stück Wasser hier. Die Registrierung als Prostituierte ist an eine verpflichtende, nicht anonyme Gesundheitsberatung gekoppelt. Die Registrierungen sollen alle 2 Jahre, die Pflichtberatungen jährlich wiederholt werden. Bei Sexworkern im Alter von 18 bis 21 Jahren soll beides in doppelter Frequenz stattfinden. Dokumente zum Nachweis der Anmeldung und der Gesundheitsberatung sind zusätzlich zum Personalausweis oder Reisepass jederzeit mitzuführen. Viel Spaß dabei, wenn der Hurenausweis mit Lichtbild einem Fremden in die Hände fällt, sei es, weil der Geldbeutel gestohlen wird oder bei einer Taschenkontrolle im Club. Durch das Foto bringt in einem solchen Fall auch ein Alias-Name auf dem Hurenausweis nicht viel. Unser Recht auf Unverletzlichkeit der Wohnung wird ebenfalls eingeschränkt. SexarbeiterInnen, die ihre Gäste zu Hause empfangen, müssen jederzeit mit behördlichen Kontrollbesuchen rechnen. Man muss sich das mal vorstellen. Ein Callboy inseriert in einer Gay-Community und empfängt vormittags gelegentlich diskret Kunden im heimischen Schlafzimmer, während die Gattin im Büro und die Kinder in der Schule sind. Zum Abendessen sind die Kinder natürlich zu Hause und vielleicht Kollegen oder die Chefin der Frau zu Besuch, als es an der Tür klingelt. Kontrolle nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Sind Sie Herr P.? Zeigen Sie doch mal den Nachweis Ihrer Registrierung und die Gesundheitskarte vor. Arbeiten hier etwa noch weitere Prostituierte, ohne dass eine Bordelllizenz vorliegt? Moment, das sind doch Stimmen in der Küche, das müssen wir überprüfen. Ein Albtraum für alle Sexarbeitenden, die nicht in ihrem gesamten Umfeld und in dem ihrer Angehörigen und Freunde geoutet sind. Sowohl die Kontrolle der gesetzlich geschützten Privatwohnung überhaupt, als auch ein Betretungsrecht zu jeder Zeit und nicht etwa nur zu üblichen Geschäftszeiten wäre über eine gewerberechtliche Regulierung niemals möglich. Ein solcher Eingriff in die Grundrechte einer Berufsgruppe funktioniert nur über Sonderrecht. Es geht um Totalüberwachung, nicht um Schutz. Die Anmeldepflicht macht uns zu Objekten weiterer Einschränkungen unserer Rechte. Und als letztes Kapitel, der Ausblick, der politische. Die jetzige gründlich verfehlte Gesetzgebung lässt sich nicht schönreden. Da stellt sich mir die Frage, wie die Zukunft der Sexarbeit aussehen könnte. Politisch, gesellschaftlich und für mich persönlich. Der Hauptfokus muss meiner Meinung nach zunächst auf der Abschaffung der diskriminierenden gesetzlichen Sonderbehandlung liegen, der Sexarbeitende und deren Umfeld ausgesetzt sind. Es geht dabei sowohl um die entsprechenden Passagen im Straf- und Ordnungswidrigkeitengesetz, als auch um die Zurücknahme des unsäglichen neuen Prostituiertenschutzgesetzes.
Vielerorts sorgen Sperrbezirke für ein faktisches Berufsverbot und stellen ein massives Problem für SexarbeiterInnen dar. Wo die Interessen von Anwohnern, anderen Gewerbetreibenden und SexarbeiterInnen tatsächlich aufeinanderprallen, können pragmatische Lösungen statt flächendeckender Verbote gefunden werden. Darüber hinaus brauchen wir die Anerkennung von Sexarbeit als Freiberuf im Steuer-, Gewerbe- und Baurecht. Eine Regulierung von Bordellbetrieben durch das Gewerbe- und Arbeitsschutzrecht muss der Verbesserung der Arbeitsbedingungen von SexarbeiterInnen und der Rechtssicherheit von BetreiberInnen dienen. Es darf aber niemals als Hebel zur Prostitutionseindämmung aus moralischen oder ideologischen Gründen oder als polizeiliches Generalüberwachungsinstrument missbraucht werden. Grundsätzlich müssen entsprechende Regulierungen in enger Zusammenarbeit mit Menschen aus der Branche entwickelt werden. Wissen ist Macht. Und es gibt bereits hervorragende, funktionierende Konzepte und Modellprojekte zur Weiterbildung und Professionalisierung in der Sexarbeit. Diese Weiterbildungsangebote müssen flächendeckend gefördert werden. Sobald die freiwillige Teilnahme an Workshops und der Besuch von qualifizierten TrainerInnen in Bordellen genauso normal sind, wie heute die Überfälle von Polizei, Steuerfahndungen und anderen Kontrollbehörden, haben wir viel gewonnen. Von entscheidender Wichtigkeit ist bei allen politischen Maßnahmen das Bestreben, Menschen in der Sexarbeit ernst zu nehmen und ihre Bedürfnisse anzuhören, statt sie von oben herab zu bevormunden. Die vorbehaltlose Anerkennung von Sexarbeit als legitime Berufswahl und der Abbau von Stigmatisierung und Diskriminierung sind die Grundlage für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von SexarbeiterInnen. Es wird Zeit, dass unser Beitrag zur sexuellen und emotionalen Gesundheit unserer Kunden und damit zum Wohl der Gesellschaft als Care-Arbeit gewürdigt wird. Wenn ein Mensch, der sich für einen beliebigen Arbeitsplatz bewirbt, ohne Bedenken in seinem Lebenslauf angeben kann, zuvor als SexarbeiterIn freiberuflich oder angestellt tätig gewesen zu sein, halte ich unser Ziel für erreicht. Dankeschön. Das ist der Teil aus meinem Buch. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf Fragen, Diskussionen und auf das, was Dara erstmal von mir wissen möchte. Ja, danke. Also ich habe den Text ja gestern schon mal gelesen. Ich finde ihn super spannend und ich bin ein, ja, das mit dem Prostituiertenschutzgesetz. Ich hatte keine Ahnung. Ich bin da komplett ahnungslos, was diese Thematik angeht. Ich habe natürlich wie jeder Mensch eine Meinung darüber, über Prostitution und Sexarbeit. Aber das gibt da doch immer wieder so den einen oder anderen Realitätscrash. Von daher mega danke. Ich habe tatsächlich selber Fragen. Also hier trudeln die Fragen ein. Aber ich nutze mein Privileg gerade mal und habe eine persönliche Frage. Und zwar... Gibt es eigentlich Klagen vor dem Verfassungsgericht oder vor dem EuGH gegen das Prostituiertenschutzgesetz? Ja, wir haben. Läuft da was? Ich war mit dabei, eine Verfassungsbeschwerde gegen das Prostituiertenschutzgesetz anzustreben. Das ist vom Verfassungsgericht per se abgelehnt worden. Also das befasst sich nur in Ausnahmefällen mit einem Gesetz als solches. Normalerweise ist das Vorgehen, dass man sich durch die Instanzen klagen muss und dann irgendwann vom Verfassungsgericht landet. Das Verfassungsgericht hat in dem Fall diese Ausnahme nicht gemacht, also sich vor Inkrafttreten oder zum Inkrafttreten dieses Gesetzes damit zu befassen. Bedauerlicherweise, wir haben uns da wirklich Mühe gegeben. Wir müssen uns jetzt im Prinzip durch die Instanzen klagen. Mir ist nicht bekannt, dass das schon läuft, also dass eine Kollegin Einspruch eingelegt hat gegen einen entsprechenden Bußgeldbescheid und sich dann durch die Stadt durchgeklagt hat. Das müssen wir sehen, wer das dann tut und wie das dann weitergeht. Und vielleicht wäre das eine Sache für Crowdfunding, wenn dann eine sich ihren Hut in den Ring wirft oder in den Ring selber steigt und den Klageweg beschreitet. Ja. Ich meine, das ist ja nicht nur im Interesse von der einen, sondern das ist ja im Interesse von euch allen. Da sind wir auch nicht am Ende. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass das
Finanzielle das größte Problem ist, sondern es ist natürlich auch immer ein Riesen-Outing, ein Riesen-Presserummel. Also ich persönlich würde es wohl tun, wenn mir jetzt hier irgendwann mal eine Klage, ein Bußgeldbescheid reinflattert, schauen wir mal. Ansonsten müssen wir einfach mal schauen, wer von denjenigen, die bisher solche Bußgeldbescheide bekommen haben, es sind natürlich wie immer zuerst die, die in irgendeiner Form zum Beispiel auf der Straße arbeiten und die also sichtbar arbeiten, die oft auch prekär arbeiten. Und das sind ganz oft Kolleginnen, die dann froh sind, wenn sie das irgendwie hinter sich haben oder die sowieso mehrfach auch kriminalisiert sind. Also ich wohne ja hier in St. Georg und habe da auch immer mal öfter Kontakt zu Kolleginnen, die jetzt hier gerade vor der Tür auf dem Straßenstrich arbeiten. Da gilt sowieso schon die Sperrbezirksverordnung. Einige davon verstoßen auch gegen Betäubungsmittelgesetze. Und die sagen dann, naja gut, das ist halt irgendwie einmal Standgeld mehr an den Staat. Ne? Ist auch egal, was sie da jetzt zahlen. Aber es ist, ja, das ist auch ein gewisser Fatalismus, was das angeht. Ja, ja. Weil es auch einfach keine guten Alternativen gibt. Ja. Ich gehe mal so ein bisschen Fragen durch. Hier sind tatsächlich schon welche reingekommen. Ein bisschen Statistik, Jura, Schweden, Statistik. Zum schwedischen Modell erzähle ich auch gerne noch was zum Hackkaufverbot, falls das interessiert. Ganz vorweg, ja. Es gibt ganz viele Danksagungen aus dem Chat. Also, voll gut. Danke. Gut. Lass uns doch einfach mal von oben anfangen. Welche Maßnahmen würdest du als zielführend betrachten, um Zwangsarbeit zurückzudrängen? Das sind natürlich Dinge, die alle nicht innerhalb unserer Branche gelöst werden können. Also es ist ja nicht so, dass es nur in der Sexarbeit Ausbeutung gibt, sondern dass Sexarbeit ist halt einer der Arbeitszweige, in die man ohne eine formale Ausbildung arbeiten kann, oft noch ganz gut Geld verdienen kann. Und in die viel an, aufgrund der Migration, aufgrund des Wohlstandsgefälles auch eine Menge Leute arbeiten, deren Berufsausbildung vielleicht hier nicht anerkannt wird oder die halt einfach hier mehr Geld verdienen können als zu Hause. Und es gibt es eben oft, dass dann, wenn Paare nach Deutschland kommen, dass dann die Frau in der Sexarbeit arbeitet und der Mann sich auf dem Bauarbeiterstrich genauso kaputt macht. Also das ist, ich habe keine guten Lösungen dafür. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, in der keiner für Geld irgendwas machen muss, was ihn oder sie schädigt. Und sowas ist einfach nur über einen Abbau des Wohlstandgefälles, über einen Abbau von Armut, über eine Bekämpfung von Armut und über eine gerechtere Gesellschaft machbar. Ich meine, ich wünsche mir hier als erstes ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich wünsche mir, dass auch in der Sexarbeit nur noch die Leute tätig sind, für die es mindestens okay ist und unter Arbeitsbedingungen, also unter vernünftigen Arbeitsbedingungen, das ist ganz klar. Aber ich glaube eben nicht, dass das nicht etwas ist, was innerhalb unserer Branche lösbar ist. Das sehe ich auch so. Also mir fallen da spontan ganz andere Branchen ein. Also sei es die Fleischindustrie, sei es die Landwirtschaft oder Bau oder so. Das ist es, ja, eben. Ich denke, es ist eben nicht für sich alleine zu sehen, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ja, das, was für uns eben noch spezifisch ist, ist dieses zusätzliche Problem von Diskriminierung und Stigmatisierung, ja. Dass man eben noch zusätzlich, wenn man Druck ausübt auf Menschen, dass man eben zusätzlich noch Druck ausüben kann über, du bist jetzt eine Hure und du kannst jetzt auch nirgendwo mehr anders hin. Also das läuft ja auch oft noch so, dass versucht wird, wenn Ausbeutung stattfindet, Menschen dann zu isolieren und von ihrem Familiensystem oder von ihrem Supportsystem, von ihrem Freundeskreis mit dem Argument, die werden das nicht verstehen, abzuschneiden. Und das wiederum, dem wiederum kann abgeholfen werden durch eine gesellschaftliche Anerkennung von Sexarbeit und durch einen Abbau der Stigmatisierung. Da halte ich dann diese
Ja, also einmal eine gesetzliche Normalregulierung, also eben diese Eingliederung ins Gewerberecht, eine Anerkennung von Sexarbeit als Freiberuf, halte ich für einen Strang dieses Mittels. Und dann würde ich mir, also wenn ich Geld hätte, wie ich keins hätte, würde ich auch Kampagnen finanzieren. Also zum Beispiel, wie auch die Kampagnen der AIDS-Hilfe sehr dazu beigetragen haben, dass das Reden über safer Sex normaler wird und auch irgendwie, ja, teilweise auch einfach witzig und weniger peinlich, und dass Leute das Safer Sex weiter vorangetrieben wird. So kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass Kampagnen zum respektvollen Umgang mit Sexworkern etwas bringen könnten. Für sowas braucht man halt entsprechend Mittel in irgendeiner Form. Also wenn ich mir anschaue, was jetzt in Stuttgart gelaufen ist vor ein paar Monaten, wo auch die Corona-Krise massiv missbraucht wurde, um eine Kampagne gegen Sexworker zu starten. Also ja, Leni Breimeyer hat, also eine Bundestagsabgeordnete aus Stuttgart, die auch einen Kreis dazu gegründet hat, in dem Versuch, das Sexkaufverbot auch in Deutschland durchzusetzen. Also eine Kriminalisierung der Nachfrageseite, und da kommt noch ein Rattenschwanz von anderen Regulierungen dazu, die sie gerne hätten und verboten. Da gab es jetzt auch in Stuttgart diese Rotlicht-Aus-Kampagne, wo mit Sprüchen, die ich jetzt hier gar nicht wiederholen möchte, in einer Art und Weise Sexarbeitende und deren Kunden herabgewürdigt wurden, schlimmer als das unsere Kunden im Allgemeinen tun, selbst die völlig Merkbefreiten. Also wenn so ein Geld in vernünftige Kampagnen gesteckt würde, dann würde ich das auch für hilfreich halten. Ja, ich habe diese Kampagne mitbekommen, und das war sehr cringy, wenn, ja. Ja, alles, was wir machen können, das fand ich, geht gar nicht. Lass uns mal weitergehen. Ein bisschen, ja, Statistik. Ja. Da schlägt das Herz, das alte Herz der Soziologin in mir. Zahlen. Also, wie nimmst du bei den SexarbeiterInnen die ungefähre zahlenmäßige Verteilung zwischen männlich, weiblich oder non-binary wahr? Und da interessiert mich eigentlich auch die Zuschauerfrage. Meine Frage dazu, die ich damit dranhängen möchte, gibt es irgendwelche Zahlen? Es wird ja immer von Zwangsprostitution gesprochen. Gibt es dazu Zahlen? Zu denen, die wie du das als freien Beruf ausüben sehen, Spaß dran haben, freiwillig im weitesten Sinne das machen, oder denen, die halt eben wirklich geklaut werden, Pass abgenommen und falsche Versprechen, so diese Nummer. Oh ja, da muss ich ausholen. Fangen wir erstmal zur Geschlechterverteilung an. Soweit mir bekannt ist, ungefähr, also das schwankt alles, und die Erhebungen sind auch alle nur so Pi mal Daumen, soweit ich weiß, sind ungefähr 80% Cis-Frauen, 10% Männer und 10% andere divers in irgendeiner Form. Das ist ungefähr grob meines Wissens nach so. Meine persönliche Wahrnehmung ist da schwer, da kann ich schwer was zu sagen, weil die vermutlich auch nicht repräsentativ ist, was jetzt mein persönliches Netzwerk angeht. Ich glaube, ich kenne einfach bald überwiegend Frauen, weil ich zum Beispiel jetzt so in der Stricher-Community wenig drin bin. Also da kenne ich eher nur die Sexworker, an männlichen Sexworkern kenne ich hauptsächlich die im Berufsverband mit organisiert sind, und da sind überproportional viele Frauen, meines Wissens nach. Zu den Zahlen bezüglich freiwilliger Sexarbeit, also da erstmal finde ich es sehr wichtig zu unterscheiden zwischen Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Und das ist nämlich was in der Sexarbeit, sehr, sehr häufig andere Maßstäbe angelegt werden als in anderen Berufen. Ich gehöre zu denen, die sich in der Sexarbeit selbst verwirklichen, das heißt, die wirklich Spaß daran haben. Es ist aber keine Voraussetzung für eine Selbstbestimmung. Das heißt, auch jemand, der sagt, ich finde den Job jetzt nicht so toll, aber er ist
die beste der Möglichkeiten, die mir zur Verfügung steht, alle Optionen betrachtet, also Work-Life-Balance, Möglichkeiten des Einkommens und was es sonst noch so gäbe. Auch unter diesen Umständen muss Sexarbeit eine rechtens sein als Wahl, solange wir überhaupt in so einem kapitalistischen System leben, wie wir es tun. Das heißt, wenn ich mich zwischen irgendeinem Beruf entscheiden möchte und entscheiden muss, um die Brötchen zu verdienen, um mein Lebenshalt zu verdienen, dann muss ich mich auch für was entscheiden können, was ich nicht toll finde, wofür ich mich aber trotzdem entscheide, weil halt die Alternativen auch nicht toll sind. So. Dann nehmen wir mal die ganz andere Seite, den Anteil der tatsächlichen Verbrechen, also von krimineller Ausbeutung, von Menschenhandel. Früher hieß es Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung. Im Rahmen des Prostituiertenschutzgesetzes hat man den Paragraphen umbenannt zu Zwangsprostitution, was ich persönlich einen völligen Rückschritt finde. Und wir haben pro Jahr, also auch in den letzten Jahrzehnten, haben wir pro Jahr ungefähr 100 Verurteilungen für die gesamte Rotlichtkriminalität, sogenannte Rotlichtkriminalität. Darunter fallen Ausbeutung von Prostituierten ist ein Paragraph, ausbeuterische Zuhälterei ist ein Paragraph, dann dieser Zwangsprostitution, früher Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung ist ein weiterer Paragraph. Wir haben pro Jahr ein paar hundert Ermittlungsverfahren, die das BKA liefert, und unter 100 Verurteilungen, also gesetzlich bestätigte Verurteilung. Und die Statistik Täter-Opfer ist ungefähr 1:1. Das heißt, wir haben etwas unter 100 gerichtlich bestätigte Opfer. Nehmen wir mal an, jetzt haben wir natürlich eine Dunkelziffer und kein Mensch weiß, wie groß diese Dunkelziffer ist. Es gibt Leute, die behaupten, diese Dunkelziffer ist so astronomisch hoch, dass 90% aller Sexworker oder 99% aller Sexworker in irgendeiner Form zwangsprostituiert sind. Das ist natürlich völliger Unsinn. Ja, dann müsste es ja viel geben, wenn man den Marsch, die 10% von den Selbstbestimmten als Marsch nimmt. Also gehen wir mal davon aus, dass wir eine Dunkelziffer haben, die vielleicht ähnlich hoch sind wie die Dunkelziffer bei anderen sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen und so weiter, was eine extrem hohe Dunkelziffer hat, die Verbrechen, die sehr schwer sind, aber auch sehr schambehaftet, wo wenige zur Verurteilung kommen. Das ist ungefähr so 1:20. Also nehmen wir mal an, dass es vielleicht von diesen 100 Opfern tatsächlich 2000 sind pro Jahr. Und dann nehmen wir mal an, geschätzt haben wir Sexworker, da gibt es auch immer noch keine Zahlen, die sind irgendwo, die Zahlen sind zwischen 70.000 und 400.000 Schätzungen, schätzen wir mal irgendwas in der Mitte, nehmen wir mal als Rechenbeispiel, um das einfach zu machen, 200.000, dann haben wir also 2000 Fälle zu 200.000 Sexworkern, das wäre also 1%, selbst sämtliche Dunkelziffer mit eingerechnet, für tatsächliche kriminelle Ausbeutung in irgendeiner Form. Das ist nun weit weg von dem, was Leute behaupten, oh mein Gott, 90%. Total, ja. Das ist ein Zahlenspiel, was Perser haben wir nicht, aber das ist das, was ich mir so ungefähr herleite, was ich für realistisch halte. Und mir selbst sind in meiner Arbeitszeit, also ich bin jetzt seit 25 Jahren in der Sexarbeit tätig, ich habe solche Fälle von krimineller Ausbeutung ausschließlich dann kennengelernt, wenn ich wirklich über Beratungsstellen Menschen kennengelernt habe, die das explizit, die dort explizit beraten, wenn ich Gerichtsverfahren begleitet habe, um mir das Ganze eben als Zuschauer anzuschauen, wie sowas wie so ein Gerichtsprozess verläuft, oder eben über meine Arbeit im Berufsverband dann über Dritte und Vierte und über Kolleginnen, die Kollegen kennen und so weiter. Das heißt, es ist kein Phänomen, was in irgendeiner Form dem Arbeitsalltag von Sexworkern entspricht.
Und ja, und dann haben wir natürlich, meines Erachtens wird es irgendwo eine Glockenkurve sein, dass wir auf der einen Seite die Leute haben, die sagen, boah, super, ich liebe meinen Job. Auf der anderen Seite haben wir einen Anteil, der wirklich ausgebeutet wird. Und dann haben wir eine große Verteilung an Arbeitszufriedenheit. Und für die meisten in der Mitte wird es so sein, dass es halt ein Job ist, ja. Die Arbeitszufriedenheit hängt davon ab, wie das Team ist, mit dem ich arbeite, ob da jetzt gerade irgendwie Mobbing oder Zickenkrieg ist, wie gut gerade die Verdienstmöglichkeiten sind, wie gut das Management läuft, wenn man dann in einem Bordell arbeitet oder für eine Agentur, wie gut das Kundenscreening ist und was einfach von vielen Faktoren abhängt. Und insofern, ja, das ist das, was ich dazu sagen kann, was mein Eindruck ist. Und als ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren, was wirklich lang gedauert hat, also ich habe wirklich jahrelang einfach nur so vor mich hingearbeitet und habe das eigentlich für relativ selbstverständlich gehalten. Und dann habe ich von allen Seiten gehört, oh mein Gott, überall werden Leute ausgebeutet und in Kellern angekettet. Und dann habe ich mich auch gefragt, um Himmels Willen, in welcher Welt lebe ich? Also habe ich auch schon mit so vielen Kolleginnen zusammengearbeitet und konnte mir das gar nicht vorstellen. Was meinen die und bin ich blind? Und ganz, ganz viel davon ist schlicht Propaganda. Das sind immer wieder Stories, die teilweise erfunden werden, weil sie furchtbar gruselig sind und weil einfach solche emotionalen Stories viel besser haften bleiben als der Alltag in der Sexarbeit, der größtenteils schlicht und ergreifend langweilig ist. Ja, es ist. Und banal, ganz, ganz oft wirklich banal. Ja. Es gibt übrigens einen ganz tollen Film Sexarbeiterin von Lena, also mit Lena Morgenroth als Protagonistin, der ganz toll ist, eben weil er auch die Banalität unseres Arbeitsalltags zeigt. Wer sich den angucken will, muss dadurch, dass Lena ganz viel Zeitung liest, U-Bahn fährt, ihr Frühstücksmüsli isst, Telefonate macht und ab und an sich mal mit dem Kunden beschäftigt. Ich finde es ein großartiger Film und kann ich also sehr empfehlen. Max, ich notiere es mir. Max, mir den Titel nochmal sagen. Sexarbeiterin. Er heißt einfach Sexarbeiterin mit Lena Morgenroth, ist die Protagonistin. Übrigens auch vorberufliche Informatikerin. Ich glaube, inzwischen arbeitet sie auch wieder in der Informatik, aber war lange in der Sexarbeit tätig. Da fällt mir ein, du hattest vorhin gesagt, dass du einige Links hast und wir sollten hier vielleicht einmal dein Twitter-Handle. Ah, ja. Poste ich nachher. Gerne. Also einfach Undine de Rivière, ein Wort ohne den Akzent im Namen auf Twitter. Und ich werde nachher nochmal, weil ich eigentlich dachte, ich könnte die hier irgendwo in den Chat posten, nachher nochmal eine kleine Linkliste auf meinem Twitter-Account veröffentlichen. Das ist einmal ein Link zu meinem Buch und zu einem weiteren Buch, an dem ich mitgeschrieben habe über feministische Perspektiven auf Sexarbeit. Und dann ein, zwei Möglichkeiten, wie man uns unterstützen kann und unsere Accounts, also auch von unserem Berufsverband auf Twitter und auf Facebook. Ja, Facebook, Entschuldigung, bin ich auch nicht, aber der Berufsverband hat dort einen Account. Und wie man uns also einfach durch Teilen und Unterstützen folgen kann und auch, wenn man die Möglichkeit hat, noch mit weiteren von uns ins Gespräch zu kommen und Fundraising und so weiter. Also Undine de Rivière auf Twitter. Und ja. Sobald wir hier fertig sind, poste ich das dort rein. Wir haben noch 12 Minuten Zeit. Es gibt hier noch einige Fragen. Die eine, es geht so ein bisschen in das, was du gerade in den letzten 3 Sätzen von dir. Ich versuche mal so ein bisschen zu sortieren. Das eine geht um How to Ally, Dinge mit der Polizei. Anteil der Frauen als deine Kundinnen, ist, finde ich auch eine spannende Frage. Schwedische Modell hatten wir vorhin schon einmal ganz kurz den angekratzt und positive Beispiele aus anderen EU-Ländern. Ich denke, die eine ganz wichtige, das sind jetzt spannende Fragen, mit Bitte um etwas kürzere Antworten. Ja.
Ich glaube, wir könnten den ganzen Abend, Nachmittag und Abend hier miteinander verbringen und reden. Das ist so spannend. Ja, also, how to ally. Wie kann ich mich als guter Ally verhalten? Wie komme ich am besten in Kontakt mit SexarbeiterInnen und um tatsächlich ihre Ansichten und Bedürfnisse berücksichtigen zu können? Ich denke, das ist speziell, aber so how to ally, das finde ich irgendwie... Also zum einen mal die Links, die ich dann nachher noch vertwittere, die sind auf jeden Fall hilfreich, um uns zu folgen und um unser mehr von uns zu lesen. Ansonsten finde ich es ganz wichtig, also der Unterschied zwischen Retter und Unterstützer ist mir auch immer ein Anliegen, weil ich wettere sehr viel gegen die sogenannte Rettungsindustrie. Und das ist eigentlich ganz leicht zusammengefasst, wenn man sich das Modell des Drama-Dreiecks anguckt. Also das ist ein dysfunktionales Beziehungsmodell zwischen Retter, Täter und Opfer. Das heißt, es braucht auch alle drei Teile, damit das ganze Spielchen läuft. Wer Lust hat, dazu gibt es einen ganz guten Wikipedia-Artikel, Drama-Dreieck, einmal googeln. Und Menschen der Rettungsindustrie wollen in diesem Drama-Dreieck bleiben, weil sie sich als Retter identifizieren und weil sie diese Identifikation für ihre Identität brauchen und sorgen deswegen dafür, dass die Opfer auch brav in ihrer Opferrolle bleiben. Und wenn die dort ausbrechen wollen, werden sie ganz schnell in die Täterecke gestellt, weil mehr als die drei Dinge gibt es nicht. Und gute Allies unterstützen Opfer darin, aus dem Drama-Dreieck auszusteigen und das Spiel zu beenden. Gute Allies halten uns einen Platz frei, nutzen ihre Privilegien dafür, uns unsere Stimme zu geben und dann in dem Moment, wo jemand aus der jeweiligen marginalisierten Gruppe, das gilt ja nicht nur für Sexworker, bereit ist, für sich selbst zu sprechen, treten sie zurück und lassen den Menschen vor. Habe ich ganz massiv erlebt, als ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren, dass wirklich wunderbare Menschen waren, die wirklich ein Standing hatten, die Professuren hatten, die angefragt wurden als Sprecher für Konferenzen, die Bücher schreiben sollten oder Bücher beitragen sollten, die gesagt haben, nö, ich nicht, aber ich kenne da jemanden, die soll das machen. Und das rührt mich teilweise zu Tränen, also es ist unglaublich. Ja, also das ist sehr, sehr hilfreich und ansonsten einfach drüber reden und wenn im Bekanntenkreis irgendwelche Deadhooker-Jokes gemacht werden, die nicht durchgehen lassen, bitte. Ich denke, das ist ja letztendlich wie bei allen marginalisierten Gruppen. Genau, ist nicht anders. Gerade uns im Chaos fallen bestimmt 100.000 marginalisierte Gruppen ein. Ja. Die meisten von uns gehören zu einer. Genau. Der Anteil der Frauen als deine Kundinnen. Weniger, aber vorhanden. Ja. Weniger, aber vorhanden. Also häufig als Teil eines Paares, das kommt recht häufig vor, dass mich Pärchen besuchen. Aber auch Frauen alleine habe ich durchaus und zunehmend auch als Kundinnen, ja. Danke. Genau, wir hatten einmal, weil ich nicht weiß, was dahinter steht, das schwedische Modell. Dazu noch ganz kurz, genau, das ist das sogenannte. Haben wir noch. Ich möchte dazu vielleicht vorher noch einwerfen, ab 17 Uhr haben wir haben eine eigene Assembly, die Red Light Hacks. Da machen wir jeden Abend eine Ask a Sex Worker Runde für eine Stunde. Heute Abend bin ich auch mit dabei, ab 17 Uhr und auch Dennis, der gestern Abend den Tech für Sex Work Vortrag gehalten hat, ist auch mit dabei und anschließend ab 18 Uhr geht es nochmal weiter für eine halbe Stunde How to be a good client, Question and Answer, auch mit einigen Kolleginnen. Ich bleib wahrscheinlich auch noch länger. Also wer sich noch länger mit dem Thema befassen will, ab 17 Uhr bei uns. Ansonsten schwedisches Modell ganz kurz. Im Kern steht das Sexkaufverbot, also die Kriminalisierung der Nachfrage von Sexarbeitenden, was natürlich völliger Unsinn ist, weil in das natürlich auch die Arbeit für SexarbeiterInnen im Wesentlichen erschwert bis unmöglich
möglich macht, vor allen Dingen auch das Kundenscreening. Das heißt, Kunden geben nicht mehr ihre Daten preis in irgendeiner Form, sondern sind heimlich und versteckt, arbeiten heimlich und versteckt. Vor allen Dingen ist es so, dass sich die Kundenstruktur auch verschiebt. Das kennen wir hier auch in Hamburg, St. Georg. Da gibt es die sogenannte Kontaktverbotsverordnung, die es auch Kunden untersagt, SexarbeiterInnen zu buchen, zu kontaktieren. Das führt dazu, dass die Kunden, die gesetzestreu sein wollen, die von diesem Gesetz überhaupt wissen und die keinen Bußgeldbescheid nach Hause haben wollen, die bleiben weg. Übrig bleiben die, denen das egal ist und die unter Umständen auch aus anderen Gründen nicht also schwierigere Kunden sind. Dann muss die Anbahnung schnell vonstatten gehen. Auch in Schweden ist das so, dass es enorm schwierig ist, auch Orte zu finden für Sexarbeit. Also jede Unterstützung von Sexarbeitenden nach dem schwedischen Modell ist verboten. Das heißt, Sexarbeitende haben auch enorme Schwierigkeiten, überhaupt eine private Wohnung zu finden, weil kein Vermieter das riskieren will, dass dort unter Umständen Gäste in Empfang genommen werden und dann der Vermieter dran ist als Zuhälter, weil er die Arbeit unterstützt hat. Es werden Sexarbeitende, die sich gegenseitig unterstützen, die beispielsweise gegenseitig Kontrollanrufe machen, sich gegenseitig Bescheid sagen, wo sie zum Kunden gehen oder in welches Auto sie einsteigen, werden gegenseitig der Zuhälterei der jeweils anderen angeklagt, weil sie sich gegenseitig unterstützt haben. Wer also von seinem Geld pflegebedürftige Eltern oder erwachsene Kinder unterstützt oder vielleicht gerade arbeitslos gewordene Partner, da sind dann die jeweiligen Partner, Kinder oder Eltern also der Zuhälterei dran. Also es ist unsäglich, Unterstützung bekommen nur die Sexarbeitenden, staatliche Unterstützung in irgendeiner Form, die hundertprozentig aussteigen. Also es gibt auch keine Möglichkeit irgendwie zu sagen, ich möchte einen anderen Job machen und möchte die Sexarbeit noch so ein bisschen nebenbei, bis das läuft. Das geht nicht. Also es ist, Beratungsstellen wird nicht erlaubt, Kondome auszugeben, weil das Förderung der Prostitution ist. Also es ist alles in allem, es ist ein riesiger Clusterfuck. Und ja. Schweden läuft damit eben weltweit klinkenputzend rum und verkauft das als Allheilmittel und wir verzichten dankend. Dann würde ich sagen, jetzt noch die letzte Frage. An welche politische, also die andere, es gibt ganz viele spannende Fragen, kommt nachher in die Assembly. Bitte, ja. Stellt die Fragen, dass ich gucke nachher vielleicht auch vorbei. An welche politischen Ebenen habt ihr, beziehungsweise hast du konkrete Forderungen? Geht es im Wesentlichen um Bundes- und Landesrecht oder auch um die einzelne Kommune? Danke für den interessanten Input. Gerne. An alle. Also ich denke, dass dieses Prostituiertenschutzgesetz keine tolle Idee ist, das geht natürlich an die Bundesregierung und dann die einzelne Ausführung, das geht an die jeweiligen Kommunen. Also das wird auch ganz, ganz unterschiedlich gehandhabt. In Hamburg hat man eine eigene Behörde hochgezogen, die versucht tatsächlich, dieses Prostituiertenschutzgesetz so schonend wie möglich umzusetzen. Nichtsdestoweniger müssen sie ein restriktives, stigmatisierendes Gesetz umsetzen. In anderen Kommunen hat das direkt die Polizei weiter übernommen, die sowieso schon die ganze Zeit die Hurendatenbanken weitergeführt hat, auch ohne Rechtsgrundlage, und nutzt dieses Gesetz, um unliebige Bordelle loszuwerden, wo es auf andere Weise bisher nicht möglich war, indem sie möglichst viele Auflagen erfindet, die dann irgendwann nicht mehr erfüllbar sind oder nicht mehr machbar. Also da sind wir auch in den unterschiedlichen Kommunen, in den unterschiedlichen Bundesländern, haben wir ganz unterschiedliche Grabenkämpfe zu führen. Teilweise ist es wirklich so, ja, wir müssen eigentlich nur dieses Gesetz weghaben und die anderen Sondergesetze. Teilweise geht es wirklich noch um ganz andere Fragen, auch auf kommunaler Ebene. Also das ist überall im Prinzip. Ja. Gut. Wie ich sehe, wir haben noch 2 Minuten. Das sind alles, ja, wie gut und freundschaftlich ist die Vernetzung zwischen SexarbeiterInnen? Kann man überhaupt eine generelle Aussage treffen? Wie erlebst du das?
Also ich persönlich erlebe die Vernetzung als sehr gut. Es gibt natürlich immer Reibereien. Es gibt auch bei uns im Berufsverband Reibereien. Das ist ein riesiger, bunter Haufen und es ist sehr basisdemokratisch. Ich bin auch noch in anderen Netzwerken, die auch nicht der Berufsverband sind und so weiter. Und ich empfinde die Kollegialität als ziemlich gut persönlich und habe auch viele Freundschaften innerhalb der Sexarbeit. Eigentlich die meisten meiner Freunde sind entweder Sexworker oder irgendwie kinky zumindest. Ich bin ja auch selber Sadomasochistin und habe da viele, viele Kontakte und sind zumindest sexarbeitspositiv. Also ich würde sagen, das funktioniert erstaunlich gut, wahrscheinlich besser, als man es uns so von außen unterstellen würde. Cool. Ja, das dachte ich mir. Und ansonsten Mensch. Ja, klar, wie überall. Wie in allen Vereinen, wie in allen Verbänden ist es natürlich. Es geht um Menschen, ja. Ja. Undine, ich verbeuge mich, ich verneige mich vor dir. Vielen Dank für deine Ausführungen, für deine Lesung, für die Antworten auf die vielen Fragen. Ich finde das mega spannend. Ja, keep up the good work. Alle anderen kommt nachher in die Welt und stellt eure Fragen, kommt in Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen von ihr. Vielen Dank. Morgen ab 15 Uhr ab 14 Uhr habe ich noch eine weitere Veranstaltung, findet ihr bestimmt auch im Programm und ansonsten hoffentlich bis morgen bis heute Abend um 5 Uhr.